Hallo in meinem Kursraum, schön, dass du wieder da bist. Wenn du einen festen Po und schlanke Beine haben willst, dann dürfte dir mein heutiges Workout sehr gut gefallen. Wir praktizieren einige Elemente aus dem Balletttraining und ergänzen diese um effektive Übungen, die dein Gesäß straffen und deine Beine schlanke machen. Dies alles in einen schönen Flow verbunden und mit herrlicher Musik hinterlegt, damit du hoffentlich bis zum Ende durchhältst. Lass uns beginnen. Komme in die Mitte deiner Matte hin und stelle die Füße in eine V-Form. Die Fersen bleiben dabei geschlossen. Dreh deine Daumen nach vorne. Und jetzt Vorsicht, es wird kompliziert. Einatmend, komm auf die Fußspitzen, hebe die Arme an. Die Fersen sind verschlossen. Ausatmend, beuge die Knie, zieh die Arme an dich heran. Die Fersen immer noch geschlossen. Einatmend, öffne die Arme, halte. Und dann kreise rückwärts die Arme zurück und streck die Beine. So, komm noch einmal. Einatmend, geh hoch. Ausatmend, komm tief in ein Plié. Einatmend, öffne die Arme, halte die Fersen verschlossen. Und nun kreise die Arme rückwärts und mach dich wieder groß. Jetzt ein bisschen fließender. Komm hoch. Komm tief. Öffne die Arme und kreise wieder zurück. Sehr schön. Komm hoch auf die Fußspitzen. In die Knie. Öffne die Arme, halte kurz und kreise dich wieder zurück. Es geht nochmal hoch, in die Knie, öffne, kreise zurück. Die letzte Wiederholung, komm nach oben, nach unten, Vorsicht, öffne und jetzt bleibe offen. Fahr die Schultern tief und jetzt dreh die Daumen nach hinten und drücke beide Fersen fest gegeneinander, löse wieder. Dreh die Daumen nach hinten und drücke wieder zu und löse. Ah, nochmal wiederhole. Und letztes Mal, dreh nach hinten und starke Druck zwischen den Füßen, halte diesen kurz. Und nun lege die Hände auf deine Schultern, atme ein, streck die Beine und neige nach rechts. Komm wieder zurück in die Knie, atme dort ein, strecke die Beine und neige nach links. Und so wiederhole weiter. Jede Seite noch einmal. Und wenn du rechts ankommst, bleibe dort. Zieh den oberen Ellenbogen noch ein Stück höher, die untere Schulter noch ein Stück tiefer. Und jetzt bleibe hier und strecke die Arme einmal durch. Spüre die Dehnung auch seitlich an deinem Rücken. Und dann kannst du den oberen Arm nach unten lassen. Und wir sind wieder am Anfang. Du gehst hoch in die Knie, streckst und hältst und kreist dich wieder zurück. Komm auf die Fußspitzen, komm nach unten, öffne und kreise dich wieder zurück. Noch zwei Male so. Und bei der nächsten Wiederholung bleibe in deinen Knien, bleibe offen an deinen Armen. Lass die Schultern tief und dann dreh die Daumen nach hinten, drücke die Fersen gegeneinander und löse wieder. Nochmal dreh und drücke und löse. Noch zwei Male. Und im nächsten bleibe in deinem Druck. Jetzt lege die Hände auf deine Schultern, atme ein, streck die Beine und neige nach links. Sehr schön, komm zurück. Und es geht nach rechts. Mach genauso weiter. Jede Seite noch einmal, bis du gleich links ankommst. Bleibe links. Zieh deinen Ellenbogen hoch, deine Schultern tief. Und nun verlängere die Arme, strecke sie. Der obere Arm kommt wieder nach unten. Mach nun einen kleinen Schritt nach rechts, drehe aber den ganzen Körper nach links. Beuge das vordere Knie ganz stark an, bis du die Spannung am Oberschenkel spürst. Der hintere Fuß ist leicht. Die Daumen zeigen zueinander und dann hebst du die Arme vor deine Brust, lässt sie wieder zurück.
Während dieser Bewegung konzentriere dich auf dein Gleichgewicht. Super, lass die Arme genauso weiterarbeiten. Und wenn du das nächste Mal deine Arme hebst, hebst auch das hintere Bein ein kleines Stück an. Komm wieder zurück. Und hebe wieder schön aus deinem Po heraus das lange Bein nach hinten hoch. Im nächsten Mal bleibe oben, such dein Gleichgewicht. Wenn du dieses hast, kannst du die Arme auseinander öffnen und den Kopf etwas tiefer lassen. Das hintere Bein geht dafür ein Stück höher. Balanciere aus. Atme. Anon. Löse wieder. Dreh dich nach vorne zu deiner V-Stellung. Wir verbinden. Daumen nach vorne. Anon, komm hoch. Komm tief in die Knie. Öffne und kreise wieder zurück. Du gehst hoch, kommst tief, öffnest und kreist. Noch zweimal. Die ganze Zeit sind deine Fersen verschlossen. Im nächsten Mal bleibe in deinen Knien, bleibe offen, Schultern tief und dann dreh die Daumen nach hinten und drücke wieder die Fersen fest gegeneinander. Immer wieder der Druck und das Lösen. Und dann bleibe in deinem Druck, lege beide Hände auf deine Schultern, atme ein und geh nach rechts, komm wieder zurück. Immer schön die Neigung mit gestreckten Beinen und wieder zurück. Wenn du gleich rechts angekommen bist, verweile in deine Neigung. Verstärke diesen Dehnzug und strecke die Arme nochmal auseinander. Einmal tief durchatmen. Und dann lass den oberen Arm nach unten. Kleiner Schritt nach links. Ganzkörperdrehung nach rechts. Verlagere das Gewicht nach vorne und drehe die Daumen zueinander. Atme ein und dann hebe die Arme vor. Komm wieder zurück. Dein ganzes Körpergewicht ist auf dem vorderen Bein, hinten der Fuß fühlt sich ganz leicht an. Mach genauso weiter, voll konzentriert, hebe gleich das Bein mit, hinten mitheben. Eine sehr anspruchsvolle Übung. Im nächsten bleibe dann oben. Öffne beide Arme auseinander und komm ein Stück tiefer. Dafür hebe das hintere Bein etwas höher. Nun, lass den Fuß ganz weit nach hinten. Stütz dich vorne auf den Boden ab. Das vordere Bein gebeugt, lege ab. Hinten den Fuß, lege ebenfalls um. Lege die Hände aufeinander und den Kopf darauf. Eine wundervolle Position, um den Po und den Außenschenkel zu dehnen. Verweile hier. Atme schön gegen den Oberschenkel. Lass die Dehnung auf deinen Po, auf dein Becken zu. Und noch ein ganz tiefer Atemzug hier. Dann stütz dich hoch, komm in den Vierfüßlerstand. Überall 90 Grad, die Füße sind entspannt. Wir nehmen gleich das linke Bein in Bewegung. Und zwar, du hebst es gebeugt hoch, lass es wieder zurück. Hebe und senke und bleibe dabei vorne an deinen Schultern stabil. Mit der nächsten Wiederholung bleibe oben und wippe ein bisschen nach. Immer noch gut gebeugtes Bein. Vorne bist du ruhig, gut geerdet. Und nun stoppe dein Bein oben und strecke es weg, beuge es wieder zurück. Dein Oberschenkel ist oben fixiert, nur der Unterschenkel arbeitet.
Nun behalte dein Bein lang gestreckt und wippe es im langen Hebel noch ein wenig nach. Arbeite aus dem Po heraus, am Oberkörper bleibst du ruhig. Gut, so reicht's. Lass das Knie nach unten, schiebe dein Gesäß nach hinten, richte dich auf. Und nun lege beide Hände hinter die Füße. Stütze dich, hebe dein Becken an und schaue nach oben. Je höher du ankommst, umso schöner dehnst du deine Oberschenkel von vorne und gleichzeitig auch den Hüftbeuger. Bleibe noch für einen Atemzug und dann löse wieder. Nun stütz dich mit den Händen ab, komm hoch zum Stehen. Wir versuchen noch eine letzte Runde. Komm in deine V-Stellung, schließe die Fersen zusammen und dreh beide Daumen nach vorne. Schau, dass du gut ankommst. Wir sind bei der ersten Übung des Flows. Du hebst die Arme hoch, gehst auf die Fußspitzen, komm in die Knie, bleibe hier, strecke und kreise wieder zurück. Noch einmal, du gehst hoch, zurück, öffnest, kreist wieder zurück. Zweimal noch. Im nächsten Mal geh nochmal hoch, komm tief und bleibe hier offen. Dabei dreh die Daumen nach hinten, drück die Fersen gegeneinander und löse wieder. Weiter so. Noch einmal, dreh nach hinten, drück schön fest. Hände auf die Schultern, einatmen und jetzt neige nach links, streck die Beine, komm wieder zurück. Rechte Seite. Die Runde weiter, bis du gleich links angekommen bist. Dabei erst den Ellenbogen mit der Schulter auseinanderziehen und dann die Arme verlängern. Die obere Hand kommt jetzt nach unten. Du machst einen Schritt nach rechts, drehst dich aber nach links, verlagere das Gewicht nach vorne, dreh die Daumen zueinander, atme ein und hebe zuerst nur die Arme. Nutze diese Vorübung, um vollständig im Gleichgewicht anzukommen. Sehr gut. Lass die Arme genauso weiterarbeiten und mit dem nächsten Mal kommt das hintere Bein mit, hebe es an. Komm wieder zurück. Und nun halte oben. Öffne dabei die Arme. Geh mit dem Kopfstück tiefer, mit dem Fußstück höher. Balanciere aus. Und dann mach deinen Schritt nach hinten. Lege die Hände nach vorne hin, beuge das vordere Bein, lege es ab, hinten den Fuß, lege völlig entspannt nach hinten, Hände aufeinander und den Kopf darauf. Und schon wieder sind wir in dieser schönen, gemütlichen Position, in der du den Po sowie die Außenschenkel dehnst. Atme gegen deinen Oberschenkel. Entspanne die Schultern, entspanne beide Füße. Noch ein tiefer Atemzug hier. Und dann richte dich auf, komm in den Vierfüßlerstand. Diesmal ist das rechte Bein dran, gut gebeugt. Hebt sich das Bein hoch, kommt wieder zurück. Im Schulterbereich bleibst du stabil. Eine der besten Übungen für den Po-Muskel. Noch zweimal hebe hinten hoch. Und im nächsten bleibe oben
und wippe ein wenig nach. Das Wippen beenden wir oben. Dort, also stoppe dein Bein und dann strecke es nach hinten weg, komm wieder zurück. Der Oberschenkel ist fixiert. Du bewegst nur den Unterschenkel. Und im nächsten bleibe lang gestreckt. Und wippe nochmal nach mit dem langen Hebel. Bleibe ruhig an deinen Schultern. Gleich haben wir es, halte durch. Atme regelmäßig. Und nun lass den Fuß wieder ab. Setz dich hin auf deine Füße. Hinten stütz dich mit beiden Händen fest und dann hebe das Becken hoch, richte den Blick nach oben aus. Genieße die Dehnung vorne an deinen Beinen, an deiner Hüfte. Noch ein tiefer Atemzug hier und dann löse wieder. Nun dreh dich zu deinen Füßen und lege dich ab, Wirbel für Wirbel, in die Rückenlage. Hier schiebe die Füße etwas näher an dich heran, lass die Arme neben dem Becken liegen und krabbele mit den Schulterblättern etwas zueinander. So, nun hebe den Po nach oben und geh wieder komplett nach unten bis zum Boden. Hebe und senke. Achte darauf, dass deine Oberschenkel parallel zueinander bleiben, dass deine Knie also nicht auseinander gehen, wenn du hebst. Oben, wenn du hebst, atme aus. Unten, am Boden, atme ein. Mach noch zwei Wiederholungen. Und im nächsten bleibe oben. Halte hier. Und jetzt, ohne dass man es dir ansieht, verlagere das Gewicht auf deinen rechten Fuß. Und dann verlagere dein Gewicht auf den linken Fuß. Das ganz ohne Eile. Gehst du mal nach rechts und mal nach links. Keine Bewegung sichtbar, aber du spürst es ganz toll an deinen Beinen, an deinem Po, wie die angespannte Seite immer gut arbeiten kann. So, nun bleibe rechts und halte. Dabei kannst du dein Becken noch ein kleines Stück höher schieben. Kurz verweilen. Und dann verlagere das Gewicht auf links. Halte auch hier, dein Becken ist ganz weit oben. Noch ein tiefer Atemzug hier und dann komm in die Mitte und Wirbel für Wirbel wieder ab. Nun greife nach beiden Knien, runde den Po so gut, wie du nur kannst. Und diese Dehnung können wir noch deutlich mehr verstärken. Dafür öffne die Knie, schließe die Fußsohlen, stecke alle 10 Finger ineinander und hebe den Kopf an, damit du die verschlossenen Füße in die gesteckten Hände hineinlegen kannst. Wenn du sie hast, dann lege den Kopf wieder ab. Und bleibe in dieser Position. Sollte es dir gelungen haben, die Finger richtig zusammenzustecken, dann kannst du jetzt die Füße vollständig entspannen. Deine Hände haben alles gut im Griff. Lass die Dehnung auf dein ganzes Becken wirken. Noch ein tiefer Atemzug hier. Und dann löse wieder. Schwing dich hoch zum Sitzen. Und dreh dich einmal nach vorne in den Schneidersitz. Wenn du da bist, kannst du die Finger noch einmal so wie bei der letzten Übung ineinander stecken, die Daumen nach unten drehen und die Arme vorschieben. Runde den Rücken nach hinten.
der Blick geht nach unten. Verweile. Nun hebe die Arme hoch. Von da aus neige den ganzen Oberkörper zuerst nach rechts. Halte hier kurz. Und dann gehst du wieder hoch und neigst nach links. Halte kurz. Und dann komm wieder in die Mitte. Lass die Arme nach unten, kreise deine Schultern aus. Ich hoffe, du fühlst dich gut. Sollte dir das Training gefallen haben, dann lass es mich in den Kommentaren wissen oder hinterlass einen kleinen Dank in Form eines Thanks unterhalb dieses Videos. Bis zum nächsten Mal.